hat gar keinen Anwalt. Er soll meinen Arzt anrufen. Alan, alles in Ordnung? Du armer Kerl. Wieso hast du uns nicht gleich angerufen, als sie weg war? Damit du belästigen? Uns nicht belästigen? Ich bitte dich, Alan, wozu hat man denn Freunde? Was hat sie denn gesagt, warum sie sich scheiden lassen will? Sie möchte gern lachen, sie hat nicht genug zu lachen. Unbefriedigte Lachlust, das war der Scheidungsgrund. Welchen Typ hättest du denn gerne? Leicht neurotische. Irrtum, blonde. Kleine Blonde mit langen Haaren und kurzen Röckchen. Langbeinig mit solchen Sachen. Sie muss witzig sein und schnell von Begriff. Weiter nichts. Wenn die ihren Reis mit dem Stäbchen richtig essen, ja, dann führen sie die Schüssel bis dicht vor den Mund und mit der schaufelnden Bewegung baggern sie das Zeug irgendwie rein. So. Was ist los? Hallo Julie, das ist Alan Felix. Haben Sie Lust, heute Abend mit Essen zu gehen? Das nenne ich Tempo. Wie ist es? Tanzen Sie gern? Hau ab, du Knilch. Also, gute Nacht. Wissen Sie, Sharon, ein junges Mädchen wie Sie und ein Kerl wie... Na, ich meine, dass eine glücklich verheiratete Frau eines Tages feststellt, sie liebt einen anderen Mann. Nicht, dass sie ihren Mann nicht liebte, sondern sie liebt eben den anderen auch. Alan, glaubst du, dass sowas möglich ist? Du denn? Unbedingt. Das ist absolut möglich und kommt sicher oft vor. Liebe ist ein eigenartiges Phänomen. Sie ist ganz unberechenbar.